Mein erster Tag in der neuen Schule und diese süße Braunhaarige geht in meine Klasse. Heute trifft sie ihren Traummann, mich. Ihr habt ab heute einen neuen Mitschüler, Sebastian. Sebastian, stell dich bitte einmal kurz vor. Hey, sind deine Eltern Chemiker? Du siehst aus wie ein Fehlversuch. Sind das auf deinem Kopf Frankfurter oder Wiener? Wenn ihr eine die Witze macht, dann bin ich das, okay? Übrigens, das ist Sebastian. Sebastian, setz dich bitte auf den freien Platz da hinten. Und noch was, das da bleibt ab morgen in der Garderobe. Nicht für die Schule lernt ihr, sondern für euer Leben. Auch wenn euch dieser Satz schon langsam bei den Ohren heraushängt. Ich verlange Disziplin, Sauberkeit und Ordnung. Simon, daran könntest du dir ein Beispiel nehmen. Disziplin, Sauberkeit und Ordnung. Die Eckpfeiler meiner Pädagogik. Hi, ich bin Bastian, Sebastian. Und du bist? Schneewittchen und einfach göttlich. Thank you.
Sebastian! Sebastian! Haben wir gut geschlafen? Sollte das noch einmal vorkommen, wird das ein böses Erwachen geben. Der Neue angeschaut hat. Steht voll auf dich. Und dein Marco war auch noch eifersüchtig auf den kleinen Bob Marley. Der ist mir vor ein paar Tagen schon aufgefallen. Kunststück, so wie der ausschaut. Was? Dieser Mini-Raster? Dein Nachbar? Der hätte ruhig da bleiben können, wo er herkommt. Da muss man sich ja fremdschämen. Sag, Julia, bist du nicht auch vor kurzem aus dem Ausland mit deiner Familie hergezogen? Das ist was ganz anderes. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du dich anfangs in unserer Klasse nicht besonders wohl gefühlt. Ständig nur herumgezickt. Die Klasse hat dir eine Chance gegeben. Wieso gibst du dem Neuen keine? Finger weg von Julia. Oder ich mache aus deinen Dread Currywurst. Ich wusste nicht, dass sie deine Freundin ist. Okay, jetzt weißt du es aber. Also, lass sie in Ruhe. Nein. Wie nein? Nein, mache ich nicht. Also, ich sag's dir nur noch einmal. Lass sie in Ruhe. Wie meinte das mit nein? Ich habe nicht. Ja. Weißt du was? Wir machen uns das beim Skater-Contest aus. Der Gewinner bekommt Julia. Komm, wir mal hin. Dir ist schon klar, dass Marco der beste Skateboarder der Schule ist. Er sieht nicht gerade danach aus, als ob er es drauf hat. Du glaubst doch nicht wirklich, dass der persönliche Look etwas über Können und Nicht-Können aussagt. Wie bist du denn drauf? Wie denken dann die Leute über dich? Jedenfalls hoffe ich für dich, dass du dich nicht gänzlich blamieren wirst. Wer hat wohl ein paar Trainingssessionen einlegen müssen? Halfpipe und so ist nicht gerade mein Ding. Marco hat diese Challenge in den letzten Jahren immer gewonnen. Da, wo ich herkomme, stellt man sich Herausforderungen. Hallo übrigens. Lisa, deine Banknachbarin. Scheint, du hast mich in der Schule nicht wirklich bemerkt zu haben. Kein Wunder, wenn man nur Augen für diese blöde Tussi hat. Sie ist keine Tussi. Nee, na klar, hast recht. Eine arrogante, aufgeblasene Bitch ist sie. Nicht mal für einen Wetteinsatz ist sie sich zu schade. Wieso Wetteinsatz? Diese Traumfrau verdient einfach den Besten. Ach, mach doch, was du willst.
klar. Gute Entscheidung. Hey Alter, hast du schon überlegt, welchen deiner genialen Tricks du beim Contest machen willst? Ist doch egal, ich gewinne ja sowieso. Ach, gut, dass ich euch treffe. Simon? Ja? Ich krieg immer noch eine Unterschrift von dir. Und? 7,80 Euro. Weggeld. Und das gehört eh auf den Skaterplatz. Übrigens, habt ihr für den Contest schon trainiert? Wer? Er? Also dann, bis morgen. Okay. Baby, komm in meine Arme. Ich beschütze dich. Wovor denn? Ja, vor den Rasterwürsteln. Du bist einfach mein Held. Ohne dich wäre ich total hilflos. Eigentlich ist er ja ganz süß. Wer? Unser kleiner Bastian. Sebastian. Hä? Dieser Zwerg, der nicht mal weiß, wie man sich Trendy anzieht, der nicht mal einen einfachen Kickflip hinbekommt, der? Ach, ich finde ihn ja ganz süß. Vielleicht würde mir diese Frisur auch ganz gut stehen. Babe, du fährst den Typen beim Contest in Grund und Boden. Und dann bist du mein Held. Hör doch auf, der Typ ist doch eine Null. Hey, du siehst echt heiß aus. Ich wusste schon immer, dass du ein hübsches Kerlchen bist, aber das, wow. Yeah.
Leben schabern. Schätzchen, wie hat dir mein Auftritt gefallen? Auftritt? Ja, nett. Ja, ich muss ja eh gleich zur letzten Session. Ja, aha. Oh, jetzt ist Basti dran. Wo? Komm, wir brauchen das beste Plätzchen. Nächster Starter beim Contest Neuen Vogel ist der Sebastian. Auf geht's, Sebastian. Applaus für Sebastian. Fetten ohne, Sebastian. Fetten ohne. Boah, jeden Trick steht er. Du warst so gut in der Marco unterwegs. Super am Parkhaus genutzt. Super mal geklost. Super schon. Hey. Letzter Trick für die Sebastian. Letzter Trick. Ja, super. Punktegleichstand. Er hat noch einen Trick übrig. Er macht sicher den Double Kickflip. Woher weißt du das? Den hat er doch nicht drauf, oder? Er hat trainiert. Ich habe ihm natürlich dabei zugeschaut. Jetzt müssen wir aber nochmal einen Trick. Der entscheidet dann aus. Was planen, was machen. Als erster steht der Marco dran. Marco macht es sicher an Oliver und Devil. Schaut gut aus. Schauen wir, ob das reicht. Marco, ist das höchste Show oder was? Geht doch hin, Alter. Ja, super. Super. Hey, Judges. Wie schaut's aus? Geht's was an Gott? Jetzt kommt der Sebastian. Sebastian Plan, gute Schaukunde, Double Kickflip-Versuch. Eine arrogante, aufgeblasene Plattis-Song. Ich kann für ein Wetter in der Wetter-Session zuschauen. Wieso Wetter?
Hey, was war denn das jetzt für eine Nummer? Du kannst den Double Kick Whip doch. Das weiß ich, von Lisa. Hast du den absichtlich verpatzt? Ja, weißt du, manchmal muss man etwas verlieren, um etwas anderes zu gewinnen. Aber nicht jeder Sieg ist ein Gewinn.